Die Liebe und die Gnade unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext zum fünften Sonntag nach Trinitatis erinnert an den Mut und das Vertrauen, etwas zu wagen, auch wenn die Erfahrung dagegen spricht. So heißt es im ersten Buch Mose im 12. Kapitel. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Liebe Gemeinde, Abram, müssen Sie wissen, war ein Mann, welcher sehr traditionsgemäß lebte. Sein Leben war inmitten seiner Familie und seiner Freunden. Er war mit Sarah verheiratet und er wollte nur, das war zu der damaligen Zeit sogar mit noch mehr Druck als heute verbunden, er wollte unbedingt Kinder. Doch bislang blieb er kinderlos. Das kratzte zu der damaligen Zeit bestimmt an der Männlichkeit, am Machtgefühl, am Selbstwert. Und da kommt die Verheißung Gottes ja irgendwie genau richtig. Abraham, du wirst ein großes Volk werden. Oder anders ausgedrückt, du wirst so viele Kinder bekommen, dass sie nicht nur ein Stamm, sondern ein Volk sein werden. Heute berufen sich Muslime, Juden und Christen auf Abraham. Die Verheißung ist also erfüllt. Ich habe überlegt, wie das heute wäre, und mir fielen eine Menge Beispiele ein, von denen ich Ihnen gerne drei erzählen wollen würde. Eine etwa 95-jährige Frau, ich begegnete ihr am Flughafen, sie wünschte ihrem Mann den Tod. Das ist kein Witz. Damit sie endlich zu ihren Kindern und Enkelkindern nach Spanien ziehen könnte. Eine Trennung allerdings käme aber nicht in Frage. Das Alter. Und man habe sich ja treu bis zum Tod geschworen. Kann man eigentlich tatsächlich von ihr erwarten, dass sie wie Abraham all ihr bisheriges Leben aufgibt? Eine Jugendliche, die inmitten einer Ärztefamilie aufwächst. Alle Geschwister haben Medizin studiert, nur sie fällt irgendwie raus. Sie ist die erste und einzige, die nur einen Realabschluss hat, also nicht studieren wird. Irgendwie und irgendwann wurde dann gesagt, naja, wenn du nicht Ärztin wirst, dann doch Krankenschwester, da könne man sie ja auch gut unterbringen, man hätte ja Verbindungen. Sie kämpft mit der Tradition und sucht ihren Weg. Sie will nicht ins Krankenhaus, lieber als Köchin arbeiten. Doch sie weiß zugleich, geschützter wäre sie im Familiennest. Wird sie es wagen, einen unbekannten Weg einzuschlagen? Ein Bub, Kindergartenalter. Auf dem Spielplatz ist er am liebsten in seinem blauen Prinzessinkleid unterwegs. Die Häuser wären zu Burgen, der Sand zu einem Ballsaal. Es gibt ein Festmenü aus Sand. Und die Schaukeln werden zu Pferden. Wie wäre er, wenn seine Eltern ihn in seiner Fantasie einschränken würde, weil die Gesellschaft etwas anderes erwartet? Jungs tragen doch keine Kleider, oder doch? Liebe Gemeinde, wie würden Sie diese drei Geschichten bewerten? Und müsste man mit Abraham nicht sagen, Mut zur Veränderung, super. Macht das, was euch als segenreiches Tun erscheint. Der heutige Predigttext wird gerne mal heruntergebrochen auf: Auch im hohen Alter ist eine Veränderung möglich und dadurch Segen spürbar. Dann wird auf Lebensumbrüche verwiesen, wie ein Umzug ins Altenheim oder der Beginn des Rentenalters. Meiner Meinung nach wird aber immer zu kurz gedacht, was eigentlich dahinter steht. Im Gegensatz zum Altenheimumzug oder zum Abschied aus dem Berufsleben empfand Abraham eine regelrechte Not. Sein Ansehen,
seine ganze Person waren ja eigentlich in Frage gestellt. Die Verheißung Gottes war sozusagen die Erfüllung des großen Wunsches Abrahams. Ich frage mich, ob ein Umzug ins Altenheim oder der Beginn des Rentenalters daher dem wirklich gleichgesetzt werden kann und lasse mich auch gerne eines anderen belehren, würde aber heute sagen, eher nein. Da ist für mich ein großer Unterschied erkennbar. Und wenn ich das auf die heutigen Beispiele, die ich Ihnen erzählt habe, ummünze, dann müsste man sich die Not ansehen, die die jeweiligen Menschen da mitbringen. Die Frau, die zu den Kindern und Enkelkindern auch alleine reisen kann. Wie groß ist eigentlich ihre Not? Groß genug, um ihren Mann zu verlassen? Die junge Frau, die Köchin werden möchte, spürt sie die Not schon oder wird sie sie erst spüren, wenn sie die Ausbildung als Krankenschwester begonnen hat? Die Eltern des Jungen hatten täglich vor Augen, wie groß seine Not war, wie sehr er darunter litt, keine Prinzessin sein zu können. Die Tränen sollten ein Ende haben. Liebe Gemeinde, eine Therapeutin sagte einmal zu mir, als ich sie fragte, wieso eine Frau ihren alkoholerkrankten Mann nicht verlassen würde, die Not ist noch nicht groß genug. Ich wollte damals ihr nicht glauben. Das erschien mir zu banal. Und heute muss ich sagen, sie hat recht. Menschen verändern ihr Leben erst, wenn die Not groß genug ist. Und ich erinnere mich gut an Lebenssituationen in meinem Leben, in denen ich erst eine Veränderung herbeiführte, als eben die Not nicht mehr zu ertragen war. Und vielleicht kennen Sie das ja auch. Aber wenn die Not so übermäßig groß ist, dann kann man auch schon das Gefühl haben, jetzt ist ja eigentlich sowieso alles zu spät. Doch es ist nie zu spät. Das sehen wir bei Abraham. Wenn wir die Kraft und die Möglichkeit dazu haben und den Hoffnungshorizont auch nur erahnen können, dann sollten wir nicht stehen bleiben, wo wir jetzt sind, wenn wir von einer Not geplagt sind. Wahrscheinlich sogar schon dann, wenn die Not noch minimal ist. Wir sollten gehen und ein neues Leben wagen oder eine Veränderung wagen, wie es Abraham tat. Und ich wünsche uns allen, dass wir dabei nicht alleine sind, sondern Gottes Verheißung auch uns gilt. Denn wenn die Not in unserem Leben ist, dann brauchen wir den Segen Gottes, seine Kraft der Gewissheit, dass das Leben nicht damit endet, wenn wir entgegen unserer bisherigen Gewohnheiten handeln, wenn wir mit den familiären Traditionen brechen, wenn wir unseren Weg gehen, um unseren großen Lebenstraum zu erfüllen. Es braucht den Mut, entgegen bisherigen zu leben. Es braucht die Hoffnung darauf, dass etwas entstehen wird, das man sich wünscht. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.